Die Betreiber des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja in der Ukraine haben den letzten laufenden Reaktor heruntergefahren. Zuvor war das AKW wieder an das Stromnetz angeschlossen worden, damit die Kühlung der Brennstäbe sichergestellt ist. Mit der Maßnahme soll das Risiko eines atomaren Unfalls verringert werden, denn in der Gegend kommt es immer wieder zu Kampfhandlungen. Gleichzeitig geht der Vormarsch des ukrainischen Militärs im Osten nach eigenen Angaben weiter. Präsident Selenskyj sprach bereits von einem Wendepunkt. Und damit zu Tobias Dammers in Kiew. Was hören Sie über die aktuelle militärische Situation? Vom ukrainischen Militär hören wir, dass inzwischen mehr als 3000 Quadratkilometer erobert worden sein sollen. Mal zur Einordnung, das ist ungefähr die dreifache Größe Berlins. Es gibt auch Videos, auf denen ukrainische Soldaten Flaggen in eroberten Dörfern hissen. Und die russische Seite, die spricht von einer Umgruppierung der Truppen. Möglicherweise ist das aber auch ein Rückzug. Heute spricht das russische Verteidigungsministerium von präzisen Luft- und Artillerieschlägen, die dort in dieser Region ausgeführt werden. Alles in allem nehme ich aber hier auch wahr, dass die letzten Meldungen Zuversicht auslösen, eine Euphorie auslösen. Eine Frau, mit der ich gesprochen habe aus der Ostukraine, sie hatte sogar die Tränen in den Augen aufgrund der Nachrichten, die gerade von der Front kommen. Und wie steht es jetzt um die Sicherheit des Atomkraftwerkes in Saporischschja? Die Sicherheit des AKWs ist von extern schwierig einzuschätzen. Für mich sieht es aber nach einer leichten Entspannung aus, und zwar, weil die externe Stromversorgung offenbar wieder gewährleistet ist. Das war in den vergangenen Tagen nicht so, da hat sich das Atomkraftwerk selber versorgt. Nun ist es offenbar gelungen, eine externe Stromleitung wiederzulegen, und außerdem sind in den vergangenen Tagen auch die Meldungen über Beschuss und Einschläge auf dem Gelände des AKW zurückgegangen, also möglicherweise eine leichte Entspannung. Danke, Tobias Dammers nach Kiew.